Bei ihrer Erkundung von Sektor 2 findet Samus die Leiche des Soldaten Maurice, der anscheinend durch Kälteeinwirkung ums Leben gekommen ist. Eine Frau beobachtete die Szene aus einiger Entfernung, doch als sie von Samus bemerkt wird, ergreift sie die Flucht. Samus nimmt die Verfolgung auf. Während sie vor Samus flieht, deutet die Frau an, dass Maurice von einem anderen Soldaten getötet wurde. Plötzlich werden sie von einem Industrieroboter attackiert, der von jemandem in Föderationsuniform gesteuert wird. Samus lässt die Frau gehen und schafft es, den Roboter außer Gefecht zu setzen. Doch der Angreifer kann entkommen. Noch bevor Samus sich von diesem Vorfall erholen kann, erteilt Adam ihr den Befehl, die Verfolgung der wilden Kreatur in Sektor 3 wieder aufzunehmen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Metroid Other M. Ja, was das letzte Mal passiert ist, das haben wir gerade eben in der verdammt langen Zusammenfassung zusammengefasst. Ich dachte, es wäre gut, es ist ja kein Einzeiler, aber trotzdem, dass es wirklich runterscrollt, wusste ich nicht. Finde ich auch fast ein bisschen zu viel. Also man hätte einfach sagen können, okay, nicht, dass er durch Kälteeinwirkung gestorben ist, sondern dass er wirklich vom anderen Soldaten getötet wurde, weil sie das dann mitbekommen hat durch sie und dass man dann den Roboter getötet hat, weil der Verräter auch gleich Samus erledigen wollte. Man hätte es ein bisschen kompakter fassen können, weil es ist ja wirklich so eine minimale Kurzgeschichte, was denn vorhin passiert ist. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also wie gesagt, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ja, was das letzte Mal nicht erklärt wurde, ist die Tatsache, dass wir das letzte Mal einen Berg hoch und runter rennen durften. Wieder und wieder und wieder, weil das Spiel toll ist. Und dort haben wir den Wavebeam bekommen. Leider sieht man jetzt bloß den Wavebeam. Das heißt, früher zumindest in Super Metroid war es ja so, dass man, wenn man Wave und Ice Beam hatte, dass ja dann trotzdem der Ice Beam drüber gescheint hat, aber man trotzdem die, ja, dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, Gekringel vom Wave Beam hatte. Also man hat gesehen, dass man beide Beams hatte. Hier sieht man jetzt bloß noch, okay, ich habe bloß noch den Wave Beam, weil es so lila leuchtet. Das ist so typisch Wave. Aber ich kann jetzt nicht sagen, habe ich jetzt noch den Ice Beam oder nicht? Es ist halt so eine blöde Sache. Klar, man kann nichts hier de-equippen. Aber trotzdem, ja, wie gesagt, ein bisschen schade, dass man es nicht nochmal visuell dargestellt hat. So, und wie man hier auf der Karte schon schön sehen kann, das kann man doch recht gut sehen, dass es hier ein verdammt langer Aufzug geben wird. Und die Aufzugfahrt werden wir uns jetzt antun. Wenn ich denn ans... Okay, sehr schön. Prima. Na, wenigstens geht er ein bisschen schnell. Aber da er nicht durch eine Cutscene übersprungen wird, was darf natürlich beim Aufzug nicht fehlen? Natürlich Gegner. Und natürlich unsere Lieblingsgegner, die Weltraumpiraten, beziehungsweise Cevisianer. Es ist ja schon irgendwie ein bisschen lächerlich, wie sehr sie die... Hallo, die Gegner kopieren. Ich bin uneingespielt. Ich hab's verlernt, Gegnern auf Köpfe zu springen. Hä? Hallo? Achso, vielleicht zuerst eingefrieren, ne? Wäre vielleicht eine Idee. Ja, guck mal. Schön. Okay. Langsam habe ich es wieder. Wie gesagt, ist auch irgendwie nicht so schwierig. Andere Geschichte. Hallo? Blödes Vieh, du. Ah, da hätte ich dich auch lieber striken können. Naja, ging auch so ganz gut. So, ich wollte gerade sagen, nächste Runde. Das geht auch so, ich muss es bloß wieder richtig machen. Das war cool. Vom einen auf den anderen gehüpft. Hä? Muss ich dann sofort loslassen, oder wie? Weil vollgeladen bin ich ja schon. Manchmal geht's, manchmal nicht, aber ich habe irgendwie... Ich bin komplett raus, muss ich sagen. Was vielleicht auch gar nicht so gut ist. Also gut, gegen diese Weltraumpiraten ist ja jetzt echt nicht schlimm. Ich sollte vielleicht nicht davon getroffen werden, aber trotzdem. Außerdem... Kommst du mir bloß so vor, dann laggt's gerade furchtbar. Irgendwie, es läuft nicht so flüssig wie sonst. Habe ich das Gefühl. Ist das Spiel bei 3 Weltraumpiraten überfordert? Es kann nämlich nicht daran liegen, dass ich gerade währenddessen aufnehme. Das zieht eigentlich keine Leistung. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass hier gerade alles so ein bisschen in Slow Motion abläuft. Ich weiß aber nicht, ob es vom Spiel gewollt ist oder nicht. Keine Ahnung. So. Nee, hä? Manchen kann ich irgendwie nicht auf den Kopf springen manchmal. Also wenn sie eingefroren sind, dann zu 90%, sagen wir mal so. Außer ich, keine Ahnung, mache irgendwas falsch. Gut. Haben wir die Weltraumpiraten fertig. Wir haben leider die Karte verloren, das heißt, wir können auch nicht nachgucken, wie weit wir sind.
Aber es ist egal, weil wir haben eh noch ein Vieh vor uns. Und zwar dieses furchtbar eklige Mistvieh. Ich hasse es. Ich bin nochmal auf den Kopf gesprungen, bringt aber nichts. Weil er noch einen Abwehrmechanismus hat. Jetzt? Nein. Oh Gott, da sollte ich vielleicht ausweichen. Ah, da kann man ihn dann angreifen. Der muss aber auch irgendwie leichter zu besiegen sein. Da gibt es sicherlich auch irgendwie eine Lethal Strike-Kombo. Übrigens, wir sind angekommen, müssen aber trotzdem noch das Vieh töten. So. Nein. Man kann nicht mit Missiles angreifen, aber ich glaube, währenddessen kann man. Nee, kann man nicht. Jetzt mit Missiles. Halt Missile. Ja, wunderbar. Guck mal. Und Lethal Strike. Schön. Nur das Problem ist, das ist eine der wenigen Viecher, die einen Lethal Strike nicht töten. Aber jetzt weiß ich zumindest, wie man ihn wieder so wirklich angeht, so ein bisschen. Zumindest weiß ich jetzt, wie man schnell umkombot. Weil, wie gesagt, da kann schon ziemlich ätzend sein. So, während er hier ein bisschen auf Tuchfühlung ist, einfach die ganze Zeit ein bisschen ausweichen. Und da hat er schon keinen Bock mehr. Also der Lethal Strike macht gut Schaden, auch bei ihm, aber eins der wenigen Viecher, die nicht sterben dadurch. Ich glaube fast sogar das einzige, der einzige Nicht-Boss. Aber es ist so ein kleiner Mini-Boss und wie man gesehen hat, er ist geflohen, heißt er kommt wieder. Ach, naja. Wir sind zumindest hier oben und damit wieder fast im Ausgang von diesem Gebiet. Jetzt haben wir den riesengroßen Umweg theoretisch gemacht. Hier ist kein Item, okay. Haben einen riesengroßen Umweg gemacht und sind... Das ist immer dort links. Naja, wir werden sicherlich irgendwie schon wieder an den Anfang kommen. Kann mir hier eigentlich irgendwas... Was ist das? Powerbombe. Haben wir nicht. Dürfen wir nicht. Ich wollte eigentlich gucken, ob man einen von diesen Tanks kaputt machen kann. Oder muss man da sowieso noch rein? Und was ist das? Kommt man da oben rein? Andere Frage. Was soll ich hier denn überhaupt tun? Genau. Das ist Powerbombe. Wie gesagt, die dürfen wir ja nicht. Komme ich vielleicht in eine von diesen Schächten rein? Nö. Ja, ich weiß, dass es Powerbombe ist. Gerade bin ich ein bisschen ratlos. Kann ich die einfach kaputt sprengen? Nein. Hä? Bombe wird ja... Ach, gut, das habe ich übersehen. War aber auch nicht sonderlich offensichtlich. So. Was machst du denn? Ach, du öffnest die Tanks. Ah, beziehungsweise lässt die Tanks ab. Ich verstehe. So, können wir das hier noch machen. Sehr schön. Was auch immer uns das jetzt ermöglicht. Na, wir können dorthin, wo die Tanks jetzt abfließen, oder? Auf jeden Fall können wir sie jetzt kaputt schießen. Oder durchschießen. Ach, wir können durchschießen. Weil sie jetzt transparent sind. Nee. Okay. Verstanden. Ist ja eine ganz coole Sache. Es ist bloß... Ich finde es ein bisschen komisch, dass der Wavebeam bloß durch transparente Objekte geht. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal schon angesprochen. Man kann es irgendwie erklären. Das ist cool. Da wäre aber jetzt eine andere Kameraansicht nötig gewesen. So sehr weit draußen. Ja, sowas. Ein bisschen weiter draußen, aber sowas. Das ist halt cool. Vor allem, dass man auch mal so ein Gefühl hat, weil man hat ja gesehen, als man da reingeflogen ist, die Station war gigantisch. Und einfach zu sehen, wo ist man denn gerade so ein bisschen? Wo schwebt die Station und sowas? Weil diese drei Gebiete und der Hauptsektor, das kann ja auch nicht irgendwie alles sein. Also gut, man hat jetzt noch nicht alles gesehen, aber es fühlt sich halt auch irgendwie so klein an, so komprimiert im Vergleich zu, wie riesig groß diese Station war, dieses Bottleship tatsächlich. Kommen wir da eigentlich durch die Tür? Tatsächlich. Gibt's ja gar nicht. Da hat ein Programmierer vergessen, die Tür zuzuschließen. Man hat zwei Wege zur Auswahl. Aber wir gehen natürlich dann nach oben, weil dort kämen wir bloß wieder, naja, in den Dingsbereich. Achso, vielleicht um zu speichern. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, wir gehen einfach wieder nach oben. Wieder in unserem allseits beliebten Fahrstuhl. Da ist aber keine Warnung ausgesprochen. Also, okay, gut. Hätte mich auch gewundert. Da ist jetzt aber der eine Sektor abgesperrt, leider. Und deswegen können wir bloß... Wir können übrigens auch... da Samus Kurven ja auch automatisch läuft. Was? Hallo? Da Samus Kurven automatisch läuft. Ich wollte es bloß mal kurz zeigen, dass man auch drum rumrennen kann. Ja, genau. Man kann auch um den Aufzug rumrennen, weil Samus Kurven automatisch läuft. Sie nimmt die Kurven theoretisch als...
als eine Gerade. Da sich dann bloß die Kamera und sie selber mitdreht, damit es, wie gesagt, wie eine Gerade wirkt. Ja, ich weiß doch. Nee, wir waren noch nie mit dem Aufzug in Sektor 3. Okay, ein Wüstentestgebiet. Eine simulierte Wüste. Ja, natürlich ist eine simulierte Wüste. Es gibt auf Battleships keine Wüsten. Ja, das habe ich gesehen, dass die Tür dazu war. Aber sie leuchtet orange, nicht rot. Das heißt normalerweise, dass wir sie noch öffnen könnten. Na gut, schauen wir mal. Zumindest wie gesagt, das wollte ich eigentlich bloß vorhin kurz zeigen, dass wir das halt so machen können. Das heißt, auch wenn der Raum gebogen scheint, trotzdem können wir durchrennen. Wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Vielleicht sollte ich den zuerst eingefrieren, bevor ich... Ja, ist eigentlich nicht zwingend notwendig, aber dann trifft man leichter, vor allem wenn sie auf einen zurennen. So, ja, bei denen ist es ganz gut. Wir sollen dort nach hinten. Aber die Tür war blockiert. Wieso war die Tür blockiert? Dort können wir nicht rein. Nö. Wieso auch immer hat es keinen Strom. Also gut. Und wieso ist da jetzt die Tür zu? Na gut, dann ist die Tür da halt zu. Dann müssen wir halt einen Umweg gehen. Achso, jetzt sind die Viecher wieder respawned. Was? Ich hatte nicht vor, auf seinen Kopf zu springen, aber gut. Wenn das Spiel so meint, dann ist das vollkommen in Ordnung. So, zack, zack, zack. Dann gehen wir hier bald den Vulkan wieder nach oben. Jetzt haben wir ja den Warrior Suit. Jetzt sollte das alles kein Problem mehr sein. Auch hier können wir jetzt ganz geschmeidig hochrennen. Leider können wir damit das Gigas nicht töten. So. Und ich glaube, ich weiß jetzt genau, wo wir hin müssen. An dem Dings müssen wir eigentlich nichts mehr machen. An der Schalttafel. Halt, ich will mal kurz speichern. Beziehungsweise speichern und mich kurz aufladen, weil ich weiß, was jetzt kommt. Okay. Sind wir schon so weit. Hier sollte man durchrennen können. Oder auch nett. Hat das Spiel dran gedacht. Schade. Also mischt der Vulkan aus. Das heißt, der schießt uns hier nicht mehr irgendwas entgegen. Ach so, da soll man sogar entlang rennen. Damit man da nicht gegrillt wird. Oh Gott, und mehr Piraten. Natürlich. Okay. Ihr seid mir egal. Ich bin weg. Natürlich, so ein Wandkrabbelvieh. Ach, ich habe mich schon gefreut, dass hier keins kommt. Ah, da sieht man jetzt, dass die Tür versperrt ist. Okay. Nein, ich habe es nicht gesehen, ob er... Okay, ich habe ihn aber in die Dings gebracht, in die Phase. Ist also nicht schlimm. Halt. Na, komm. Okay, wunderbar. Hat doch ganz gut funktioniert. Und jetzt bitte nicht davon töten lassen. Ich habe... Ach, einfach bloß ein ganz normaler Schuss reicht. Na gut, okay. Und beide Türen sind blockiert. Weil, wieso auch immer. Das ist wirklich... Naja. So, damit haben wir jetzt die Tür geöffnet, aber die... Ach, die Tür ist jetzt wieder offen, ne? Das ist ja nett. Das ist ja hoffentlich nicht die Tür. Nee, gut. Das wäre auch echt blöd gewesen, wenn es jetzt genau die Tür gewesen wäre. Wenn man feuert, dann bleibt man ja kurz stehen. Das ist echt auch so eine... Was war das denn? Mir fast schon leid, der Pirat, dass ich ihm gerade ins Gesicht getreten habe. Das ist aber echt eine blöde Sache, dass man stehen bleibt, wenn man kurz schießt. Das ist ja auch das Blöde. Also es ergibt ja schon irgendwie Sinn mit diesem Rückstoß, auch in der Luft. Aber es ist irgendwie so eine blöde, ungewohnte Sache, muss man sagen. Also es gab es ja bisher in keinem anderen Metroid-Teil. Und es war mir auch irgendwie ganz recht. Also Realismus hin oder her. Ich meine... Ja, Samus hat auch einen Kampfanzug an und ist mit Shouzu-Blut irgendwie, das wollte ich nicht, genetisch verstärkt, damit sie ihn überhaupt tragen kann. Dann kann man doch irgendwie sagen, dass der Rückstoß da dann nicht so schlimm ist von der Waffe, oder? Ich weiß es nicht. Es macht halt die ganze Sache einfacher, sagen wir mal so. So, aber scheinbar kommen wir dann doch nur nicht dorthin, wo ich dachte, dass wir hinkommen. Wir kommen nämlich zuerst an einen anderen Punkt und dann dorthin, wo ich dachte, dass wir hinkommen. Und jetzt wird's kompliziert. Zumindest wenn man folgen will oder man, naja, wartet einfach ab.
So wie ich größtenteils auch abwarten muss, weil ich hab's auch nicht mehr 100% im Kopf, muss ich sagen. Also so der Anfang, beziehungsweise manche Stellen auf jeden Fall, aber nicht mehr alles komplett. So, ihr lasst mich in Ruhe. Genau, dankeschön, wunderbar.